Und willkommen zu der neuen Folge Minecraft Phoenix. Letzte Folge haben wir ein paar Pferde getötet, beziehungsweise die Quest, die der Phoenix uns gegeben hat, gemacht. Höchst erfolgreich, deswegen haben wir jetzt eine Menge Loot, die wir dem guten Phoenix opfern können. Aber bevor wir das machen, habe ich mir gedacht, wie wäre es denn, wenn wir wieder eine Falle stellen? Ich habe das Gefühl, wir haben länger mal keine Fallen mehr gestellt und es bietet sich halt an, oder? Dem guten Flo zum Beispiel mal eine kleine, aber feine Falle zu stellen. Ich war ja, was die Quests angeht, jetzt noch nicht so aktiv. Das heißt, ich habe mir gedacht, die Trolling-Quests, da können wir ja mal gucken. Mal gucken, also je nachdem, wie gut meine Falle ist, stirbt Flo daran oder halt nicht. Ich weiß es noch nicht, aber notfalls ist es halt die zweite Stufe von Trolle einen Mitspieler, weil die erste Stufe war ja Trolle einen Mitspieler, da haben wir Tops Dorf geclaimt und die zweite Folge ist dann, die zweite Stufe ist dann Troller ein Mitspieler noch härter. Die liebe Bibironia darf jetzt hier mal warten und da können wir ja mal gucken. Und zwar habe ich den Plan, dass wir können ja auf Flo's Gebiet nicht bauen und es ist ja generell relativ viel geclaimed. Aber was nicht geclaimed ist, beziehungsweise ich glaube, es ist vom Phoenix geclaimed, aber man kann da trotzdem bauen. Okay? Das heißt, wir können in Flo's Kopf was reinbauen. Und ich habe mir gedacht, das ist halt auch was, da läuft der rein, weil du kannst, du läufst ja theoretisch nicht in die Köpfe. Ich habe jetzt übrigens zwei Tote, weil ich mich ja vor zwei Folgen umbringen musste, leider, um aus der Falle rauszukommen oder aus dem, keine Ahnung, was das war, rauszukommen. Aber du wirst ja so ein bisschen in den Kopf reingeportet, richtig? Das heißt, du läufst ja nicht einfach durch, da ist ja eine Wand. Es gibt ja einen Mechanismus da unten drunter, der dafür sorgt, dass du in deinen Kopf reingeportet wirst und in diese Station, wo du Chunks kaufen kannst und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe mir gedacht, es wäre vielleicht ganz witzig, wenn Flo denkt, oh, ich laufe kurz in meinen Kopf und ich claim ein paar Chunks oder blablabla, entclaime was, weil, oder opfer dem Phoenix was, keine Ahnung. Ich glaube, also das Opfern ist, meine ich, nämlich im Kopf, so wie mir das gesagt wurde. Da ist jetzt ja auch dieser Altar, okay, genau, dann ist das so, ja, hier, genau. Hier kann man nämlich dem Phoenix was opfern, das hat jeder in seinem Kopf drin stehen. Und wer die besten Sachen opfert, der gewinnt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie das da geplant ist. Aber was ich jedenfalls geplant habe, ist hier so ein Obsidian-Käfig drumherum zu bauen. Einfach weil Obsidian nervig zum Abbauen ist und lange dauert. Hier habe ich übrigens auch so ein Claim-Ding. Ich habe jetzt meine Sachen, die ich opfern will, noch nicht dabei. Das machen wir wahrscheinlich später diese Folge. Ich habe jetzt auch gerade keine Lust, Chunks zu claimen. Aber genau, wir bauen so einen Obsidian-Käfig. Ich gucke hier, ich messe hier einmal kurz aus, von wo bis wo ich den Käfig bauen muss, damit er nicht versehentlich neben den Käfig portet. Wir bauen einfach einen Käfig aus Obsidian und dann füllen wir den mit Lava. So, Della. Und das ist auch schon der Käfig. Im Prinzip ist das alles. Du sollst in diesen Käfig reingeportet werden und wir machen jetzt hier gleich noch Lava rein, damit Flo auch eine Chance hat zu verbrennen, wenn er hier drinnen landet. Es ist nichts Großes, es ist einfach nur, wie gesagt, die Menge, Länge, die ich abgemessen habe und dann ist es, ich mache nichts kaputt dabei und ja, im Prinzip kommt dann hier einfach kurze Lava mit diesen Lava-Eiern, die ich gekriegt habe. Ohne Momente, da kommt eins hin, da kommt eins hin. Das wird jetzt natürlich kritisch. Ich will nämlich selber nicht verbrennen. Das wäre unschön. Das heißt, ich baue jetzt hier einmal drumrum. Hoppala, das Stopp, Rückzug, Rückzug, taktischer Rückzug. So war das nicht geplant. Okay, never mind. Wir sind hier weiterhin an was dran. Ich baue das hier einmal kurz zu, damit ich die Blöcke austauschen kann. Was ich gerade merke, ist, dass mir Obsidian fehlt. Meinen ganzen Obsidian aufgebraucht. Aber ich meine, da hinten war irgendwo ein Lavasee. Das heißt, ich kann einfach dahin gehen, bisschen Wasser drauf kippen und dann habe ich wieder welchen. Ich würde sagen, das ist gerade der Masterplan und dann, dann tue ich das nämlich kurz. Weil sonst kann ich es ja nicht zubauen. Sonst kann ich es nur mit Cobblestone zubauen und dann sieht man das und dann ist das nicht schön und dann ist das nämlich doof. Und ich glaube, die Lava hier drin sieht aber schon mal ganz gut aus. Ich bin gleich zurück. Und zwar, zack. Das müsste doch gehen, oder? Genau. Dann habe ich jetzt nämlich gleich Obsidian und kann den hier nämlich einfach abbauen. Schwuppdiwupp. So, jetzt habe ich hier jetzt drei Blöcke. Drei Blöcke reichen ja. Ich muss ja nur den Eingang zubauen. Und dann können wir die Falle beenden. Ich hoffe, dass sie funktioniert. Ich kann sie ja leider nicht testen. Das ist leider nicht im Rahmen der Möglichkeiten. Sonst sterbe ich nämlich. Und ich möchte meine Todanzahl so gering wie irgendwie möglich halten.
Das heißt, ich habe da leider nicht so viele Möglichkeiten, um da irgendwas zu machen. So, jetzt bauen wir hier kurz noch zu. Und dann sieht es aus wie vorher. Und Flo denkt sich nichts Böses und geht vielleicht einfach demnächst in seinen Kopf und dann ist er halt Schlabber. Und er ist eingesperrt und das ist ganz witzig. Haha! Und damit können wir dann hoffentlich eine Quest oder hoffentlich sogar zwei abschließen. Das wäre jedenfalls sehr, sehr vorteilhaft. Dann fliegen wir mal kurz wieder nach Hause. Und zwar hole ich jetzt nämlich die Sachen, die ich dem Phönix opfern möchte. Es gibt da nämlich eine Menge. Ich claim hier noch nichts, weil ich weiß ja noch nicht genau, was es wird. Jolla, ein Mitspieler noch härter, ist wie gesagt die fortführende Quest. Und hoppala, das war mein Handy. Töte einen Mitspieler mit einer Falle, wäre die andere Möglichkeit. Ich hoffe, dass das so stimmt. Ich hoffe es ehrlich. So, was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was können wir denn hier machen? By the way, Tops hat so viele Chunks geclaimed. Holy moly. Tops hat 49 Chunks. 49. Tops hat keine Quests gemacht. Wenn, dann vielleicht 2, 3 gefühlt. Und hat so viel Geld. Wie zur Hölle hat Tops so viel Geld? Woher? Ich verstehe es nicht. Was? Das macht keinen Sinn. How? Okay. Naja. Muss ich mich nicht aufregen? Alles gut. Ich meine, kann ja jeder machen, wie er möchte. Ich frage mich nur, woher hat er so viel Geld? Okay, nein. Aber was ich dem Phönix schenken wollen würde, wäre nämlich, Momentchen, so ein paar Sachen halt von den Pferden, die ich ja für ihn getötet habe. Das heißt, ich würde ihm ein paar Nightmare-Hoofs schenken. Ich würde ihm ein paar Einhornhörner schenken. Ich würde ihm diese Federn schenken. Ich würde, genau, dann halt alles, was irgendwie wertvoll ist. Diamanten, Smaragde, was haben wir noch, was wertvoll ist? Gold, vielleicht ein Stack Gold oder so. Einfach um zu zeigen, wir sind dabei, ja, wir geben unser Bestes. Ich versuche so viel zu machen, wie irgendwie möglich. Damit die anderen halt nicht toppen können. Das ist halt der Punkt, den ich mir denke. Ich würde es gerne step up, ihr wisst schon. Ich meine, es ist kein Wettkampf. Mir wird die ganze Zeit gesagt, Daronia, es ist kein Wettkampf, aber es macht halt mehr Spaß, wenn es ein Wettkampf ist. Für mich ist es ein Wettkampf, okay? Ich gewinne das Ganze hier. Pff, Schluss aus Ende. Hörnchen, jetzt ist gut. So, okay, wir gehen wieder aus dem Wasser raus. Ich weiß auch nicht, was das sollte. Ich entschuldige mich vielmals. So. Wir reiten. Oh, das ist jetzt sogar Flo's Gebiet. Irgendwie hat jeder so einen Teil vom Dorf, merke ich gerade. Teilweise Flo, teilweise ich. Ich weiß gar nicht, ob Tops was hat. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und dann reiten wir zu unserem Kopf und an unserem Kopf vorbei und merken das und reiten dann zu unserem Kopf. Smoother. Ne, 47, Entschuldigung, nicht 49, 47 hat er. So, wir droppen 23 Diamanten, das ist die Hälfte aller Diamanten, die wir besitzen. Ein Stack Gold, dann Emeralds, Dragon Meat, alle Einhornhörner, Nightmare Hoofs, so viele wie wir haben, Pegasus Federn. Und was haben wir noch? Noch mehr Einhornhörner. Und genau. Noch mehr Einhornhörner. Noch ein Stack Fisch. Komm, Schluss aus Ende. Und genau, das eine war Dragon Meat, was ich nur kurz da rein mitgeschmissen habe. Hey, Hörnchen! So. Jedenfalls würde ich sagen, da sind wir jetzt gut dabei. Ich habe mir mein Bestes gegeben. Der Typ scheint übrigens unverwundbar zu sein. Das ist natürlich auch Fun. Wenn irgendjemand den anheuert, du kannst den halt nicht mal töten. Du kannst dich nicht mal wehren. Du musst einfach nur wegrennen oder warten, bis er dich tötet. So. Toll. Naja, so ist es halt, ne? Dann machen wir. Ich falle irgendwie ständig runter. Ich bin das Pegasus gewohnt und wenn ich mit dem Einhorn durch die Gegend reite, dann bin ich immer so ein bisschen irritiert davon, dass ich nicht fliegen kann. Okay, never mind. Ist nicht schlimm. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, das Einhorn ist auch einfach immer wütend. Jedes Mal, wenn ich nicht auf dem Einhorn sitze, chargt es durch die Gegend und will mich angreifen. Ich habe gedacht, vielleicht hat es Hunger. Es hat keinen Hunger. Ich fütter es regelmäßig. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es gegen mich hat. Ich weiß nicht, warum es das tut. Ich kann euch da wirklich nichts sagen. Naja. Ist nicht schlimm. Übrigens, meine Melonenfarm habe ich gefühlt seit der Folge, in der ich sie gezeigt habe, nicht mehr benutzt, weil ich die ganze Zeit jetzt diesen Fisch habe von den Fischernetzen. Und am Anfang war ich noch so, oh, die blöden Fischernetze. Naja, ich schätze, jetzt müssen wir sie bauen, aber. Die Fischernetze, ha? Huh? Okay. Dann
Moment, was haben wir denn noch für Quests? Bringe einen Mitspieler zum Bein, da sind wir leider noch nicht dran. Errichte etwas Gemeinnütziges am Spawn, das können wir eigentlich mal machen, aber das machen wir wahrscheinlich noch nicht. Jetzt dann Taschengeld durch Shops Geld verdienen, eröffne einen Modeshop, da sind wir auch noch dran. Hexe habe ich noch keine gesehen, sobald ich eine Hexe sehe, töte ich sie. Und den Bahnhof, ich weiß, ich sage das in ungefähr 10 Folgen, aber an den Bahnhof bin ich dran, okay? Ich will, dass er wirklich schön wird. Ich brauche halt eine Weile, um den zu bauen und ich will euch nichts Unfertiges zeigen. Es ist ja sonst auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Vielleicht wird's nächste Folge was, vermutlich nicht. Vielleicht wird's übernächste was. Mal schauen. So, jetzt nehmen wir ein bisschen Eisen mit und machen daraus diese schönen Entchen mal. Was kann man denn eigentlich alles machen? Was ist denn das? Hey, ein Signpost, Large Iron Signpost, Signpost Brush, Speaker Wire, was das alles gibt? Was es alles gibt? Bedrock Breaker. Okay. Dann gibt's einen Radio. Oh, wir können uns ein bisschen Sachen dekorieren. Wir können uns einen Fernseher bauen, weil Baby Ronja hat ja in ihrer Wohnung einen Fernseher und ich meine, ich hätte ja auch gern einen Fernseher. Wir können uns eine Arcade-Maschine bauen, wir können uns eine Mikrowelle oder was das gerade war bauen, ein Colored Block Crafter. Ah, so wurden also die Gesichter gebaut. Interessant, interessant. Das können wir machen und ich würde sagen, Fernseher ist erstmal ein gutes Statement, oder? Ein Wasserhahn. Da hat Flo die ganzen Sachen her, ha? Huh? ich habe ja auf Dekoration noch nicht so viel Wert gelegt, aber so ein bisschen. Ich meine Fernseher, oder? Was brauchen wir denn für einen Fernseher noch? Wir brauchen noch Redstone. Das hole ich kurz aus der anderen Kiste. Das ist natürlich nicht hier. Wo bist du? Redstone. Glas brauchen wir auch. Aber der Redstone ist, meine ich, irgendwo im Nirgendwo noch. Moment. Hier. Zack. Jetzt müssten wir alles haben. Jetzt können wir uns einen Fernseher craften. Bam. Und den stellen wir in unseren Whirlpool. Okay, das ist nämlich ein Statement. Damit wir im Whirlpool Fernsehen können. Wer braucht schon einen Fernseher in seinem Wohnzimmer, wenn er auch einen Fernseher in seinem Whirlpool haben kann, neben seinem Whirlpool und dadurch potenziell durch elektrische Stromschläge stirbt? Ich meine, bam, bam, oder? Es ist nicht wunderschön. Seid ihr nicht voller Freude, wenn ihr das seht? So, zack, dekoriert haben wir jetzt. das war's dann auch für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, damit ihr keinen Phoenix mehr verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!